Kritik an Maskenpflicht in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Ja, genau. Entweder alle oder gar keiner. Während Menschen ohne Behinderung in gleichen Berufen keine Masken tragen müssten, sei genau das Pflicht in den Werkstätten für die gesamte Arbeitszeit. Für die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen ist das kein Zustand, den sie hinnehmen will, denn Inklusion sei das nicht. Wenn wir über Menschen mit Behinderungen und Arbeit sprechen, dann sprechen wir über Menschen, die arbeiten wollen, und es gibt keinen sachlichen Grund für eine Ungleichbehandlung. Auch in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind Hygiene- und Abstandskonzepte absolut vorbildlich umgesetzt. Die Menschen mit Behinderung sind geschult und wissen ganz genau, wann sie eine Maske aufsetzen müssen und wann sie sich die Hände desinfizieren müssen und so weiter. Die Landesarbeitsgemeinschaft fordert deshalb, dass die allgemeinen Regeln in Industrie und Handwerk auch für die Beschäftigten in den Werkstätten gelten sollen.